Ja, hallo, grüß euch. Mein Gott, es ist ja schon eine Menge los. Wir haben noch nicht mal angefangen und schon so viele Leute hier on. Hallo auch von mir. Herzlich willkommen bei unserem Training und für die, die jetzt neu dazugekommen sind, es ist immer noch ein Training von unserem Club, also von den Lion Dancer, Hashtag Spaß machen muss es. Von daher machen wir auch die Titel, die wir drauf haben, habe ich euch geschickt. Und es sind schon wieder so viele Leute online. Ich weiß noch, wie wir mit der ersten Sendung angefangen haben. Da waren wir echt froh, dass da 5 oder 7 Leute sind. Inzwischen sind wir schon jetzt an die 50. Also von daher herzlich willkommen zu unserem Training. Und ich habe gesehen, unser Top-Musiker, dessen Fan wir ja sind, der Andi, ist auch da. Hallo Andi, grüß dich. Und vielleicht, naja, ist das eine Lied oder andere, das du jetzt noch nicht im Repertoire hast. Vielleicht kannst du das dann ja auch mal übernehmen. Ich würde sagen, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir fangen an mit unserem Training. Die Trainingsliste habt ihr bekommen. Und für die, die jetzt neu dabei sind, wir machen das also so, dass wir einfach die Schritte zeigen, dass wir die ansagen. Dann machen wir einen Durchgang mit den Counts, dass ihr wisst, wie die gezählt werden. Und dann tanzen wir zur Musik. Und wenn wir uns vertun, wenn es ein Fehler passiert, dann ist das mit Absicht. Ja, also achtet bitte darauf, ob ihr Fehler erkennt. Die sind mit Absicht eingebaut, damit ihr was zum Nachdenken habt. Ja, okay. Das ist der Charme des Unvollkommenen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir legen los. Fangen wir direkt an. Zeit ist kurz. Ja, Zeit ist kurz, das ist ein gutes Stichwort. Genau. Wir wollen gerne bis so circa 1945 etwa machen, ja. In der Hoffnung, dass Facebook nicht schon vorher abbricht. Dann machen wir eine Pause von Ja, Viertelstunde. Viertelstunde und steigen dann wieder ein. Okay, normalerweise, wir haben ja schon ein paar Trainings gemacht, aber es sind so unendlich viele Wünsche reingekommen, dass wir die nächsten 2 Trainings, also dieses und das nächste, voll haben. Wir fangen an mit einem Wunsch von Sabine. Hat sich gewünscht den Rhyme or Reason. Wir fangen gleich an mit dem 64er, damit es auch Spaß macht. Also von daher Rhyme or Reason. Wir fangen an mit einem Touch, ein Point, ein Touch, ein Kick, Behind, Side, Cross, Hold. Danach kommt ein Touch, Knie nach innen, ein Heel, ein Touch, ein Kick, Behind, Turn, Step, Hold. Jetzt kommt der Coaster Step. Nee, jetzt kommt der Rock Forward. Ein Back, Back, Irgendwie habe ich einen Back, anderen Fuß als du. Hold. Und der Coaster Step. Von vorne. 5, 6, 7, 8. Touch, Touch, Touch. Kick, Behind, Side, Cross. Spitze, Hacke, Spitze, Kick, Behind, Turn, Step. Ein Rock, Forward, Back, Hold, Back, Back, Back. Ein Coaster Step. Ein Turn, Turn, Step. So, jetzt haben wir die richtigen Füße. Ja. Hold. Okay? Hier kommt ein Stomp mit rechts, ein Stomp mit links, Monterey Turn. Ein Stomp mit rechts, ein Stomp mit links. Hier, Klatsch, wer will. Ein Touch, Klatsch, wer will. Und ein Rocking Chair, Rock. King Chair. Hier kommt ein Step, Lock, Step, Hold, Step, Lock, Step, Hold, ein Schritt, Schnips, Turn, Schnips, Side, Schnips, Turn, Schnips. Okay, wir haben in der dritten Runde Richtung 12 Uhr nach dem Rocking Chair ein Restart. Und wir gehen jetzt nochmal durch mit den Counts. Restart sagen wir euch dann an. 5, 6, 7, 8, Touch, Touch, Touch. Kick, Behind, Side, Cross. Spitze, Hacke, Spitze, Kick, Behind, Turn, Step, Hold. Rock, Forward, Back, Hold, Back, Back, Back. A Coaster, Step. Turn, turn, step. Ein Stomp, stomp. Monterey, Monterey, stomp, stomp. Schritt nach vorne.
Schritt nach hinten, der Rocking Chair. Step, lock, step, step, lock, step, ein Step, Schnips, 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 Schnips. Ja, wir kommen mit den Zählen immer durcheinander, mit den Snips, Dips, mit den Schnipsen, genau. Okay, wollen wir jetzt mal nur die Counts machen? Ja. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hold up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hold up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hold up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hold up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alles klar? Gerne würde ich jetzt, wie beim Workshop, eure Daumen sehen, die nach oben sind. Ist ein bisschen schwierig. Oh, 70 Leute, ihr macht mich echt verlegen. Es ist ja ein Wahnsinn. Okay, it happens. Wir fangen an. Zum Schnipsen das Kopf wahrscheinlich dann doch. Doch, muss geschnipst werden, aber egal. Wir machen so, wie es Spaß macht. Jo, genau. Silvia, damit ist dein Wunsch erfüllt. Wir kommen jetzt zum Wunsch vom Andi. Andi hat sich den nächsten gewünscht und Indra hat sich den nächsten gewünscht. Brand New Man. Schöner Titel. Haben wir auch erst, glaube ich, letztes Jahr gelernt beim Herbie, der hat uns den, glaube ich, gezeigt.
32 Counts, 4 Rinde für Andi und Edeltraut. Wir fangen an mit dem rechten Fuß. Machen einen Step, Turn, ein Shuffle nach vorne. Step, Turn, Shuffle nach vorne. Jetzt geht's mit der Welle nach rechts. Side, Behind, ein Chassis, ein Cross, Rock, Chassis. Jetzt kommt die Welle nach links. Das heißt, Welle geht nach links mit einem Rock, Recover, Turn, Viertel Turn. Jetzt machen wir einen Shuffle. Ich habe den schon gemacht. Genau. Jetzt kommt der Heel, Strut, die Hold, Jazz Box und ein Kickboard Change. Wir gehen es nochmal durch. Etwas schneller, dass wir uns an das Tempo gewöhnen. 5, 6, 7, 8, Step, Turn, Shuffle. Und dann Step, Turn, Shuffle. Side, Behind, ein Chassis. Cross, Rock, Recover, Chassis. Wave nach links. Cross, Rock, Shuffle, Turn, Heel, Strut. Mit der Jazz Box, Kick, Ball, Step. Die Counts. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Keine Brücken, nee doch, Brücke nicht, im vierten Durchgang. Ja? Machen wir dieses Step-Turn-Shuffle zweimal. Hintereinander. Sagen wir euch an, legen wir, glaube ich, einfach mal los. Yeah.
super vom Tempo her. Wen haben wir alles da? Cornelia ist da. Die Susi, Dani, Bettina, Oliver Bing. Ja, tanzen, ne? Mein Freund. Ildra dabei, Petra dabei, die Karin dabei, Sabine, Ildra, Kirsten, Uwe. Ach, es sind so viele. Ihr macht mich hier richtig verlegen. Aber. Ist ganz aufgeregt. Hauptsache, ihr habt Spaß. Ja. Okay, nee. Lass uns weitermachen. 32 Counts, 4 Wände. Ein Wunsch von Lutz, Peter und Corinna. Bring on the good times. Okay? Seid ihr fertig? Ich höre ja, innerlich. Okay. Wir machen einen Point, Touch, Point. Behind, Side, Cross. Point, Touch, Point. Behind, Side, Cross. Rock, Forward, Back, Clap, Back, Clap, Back, Clap, Coaster, Step. Und ein Shuffle mit Locking nach vorne. Okay? Jetzt kommt der Step, ein Viertel, Cross. Side, Behind, Side, Cross. Eine Rumba-Box nach vorne, nicht so weit nach vorne, dass man die Füße sieht. Zurück, ein Toe, Strut, Toe, Strut, Coaster, Step. Heel, Strut, Run, Run, Run. Beim Run, Run, Run bitte dran denken, kleine Schrittchen nach vorne, nicht auf der Stelle. Okay, mit den Counts. 5, 6, 7, 8, 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6, 7 und 8, 1 und 2, 3 und 4 und 5 und 6, 7 und 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war jetzt mal mehr Count, so wie du gezählt hast. Wieso? Wie viel waren es denn? Müssten dann so 40 gewesen sein, schätzungsweise. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ist auch nicht so wichtig. Hauptsache wir trinken es und tanzen eben. Okay.
Bring on the Good Times. Das war der. Genau. Wir sind ja alle wahrscheinlich, hoffe ich zumindest, am Freitag beim Andi im Wohnzimmer oder wo immer auch dein schöner blauer Vorhang hängt. Vielleicht haben wir die tolle Chance, deinen Nachbarn wiederzusehen. Also die Frauen scheinen da wirklich drauf abzufahren. In diesem Sinne, ja, wäre ja nicht schlecht. Genau. Und jeder, der von euch am Freitag mit uns den Lions zusammen beim Andi ist, kann ja mal in den Kommentaren posten, Andi Nickel, Daumen hoch, damit wir also sehen, wie viele Leute dann beim Andi entsprechend wir uns dann wiedersehen. Okay. Ja, bei den Lions gibt es die Gabi. Ja, ihr seht schon, Gabi ist sehr speziell. Macht schon seit Jahren Line Dance, ist eine echte Bereicherung für unsere Lions und hat auch damals mit mir zusammen die Line Dancer gegründet. Und eigentlich nur aus dem Grund werde ich ihr ihren Musikwunsch erfüllen. Den kennen noch nicht alle. Das ist Patty's Choir. Also Patty's Chor ist eine ganz lustige Geschichte, hat 32 Counts, 4 Wände. Und zu den Brücken und den Restarts und Gedöns, da kommen wir später. Wir gehen's mal durch. Okay? Ja. Weißt du, wie er geht? Genau, so fängt er an. Ja? Also ein Touch, Heel, Heel, Behind, Side, Cross. Toe, Strut, Rock, Turn, Step. Wer will, kann hier ein Scuff machen. Ne? Also danach noch der Scuff. Genau. Step, Lock, Step. Scuff, Step, Lock, Step. Scarf der Rocking Chair. Heel, Strut. Hier darf man auch klatschen. Heel, Strut. Ja? Heel, Strut, Heel, Strut. Mit Clap. Okay? Weil er neu ist für einige, wir gehen es nochmal durch. Das war eigentlich schon alles. Also ein Touch, Heel, Heel, Behind, Side, Cross, Toe, Strut, Step, Turn, Step. Step, lock, step, step, lock, step, the rocking chair, rocking chair, und heel, strut, okay? Nochmal mit den Counts. Übrigens, Tina, warum hast du dir den nicht gewünscht? Das ist eigentlich doch dein Lied. Aber wir machen auch für Tina. Okay. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, klapp, 7, 8. Okay, das war der leichte Teil. Jetzt gibt es Brücken. Diese Brücke sind im Endeffekt 4 Schritte nach vorwärts. Das geht also auch noch mit Stump. 5, 6, 7, 8, Stump, 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 Stump. Kleine Schritte nach vorne. Diese Brücke kommt am Ende der ersten Runde, am Ende der fünften Runde und der neunten Runde jeweils auf 3 Uhr, nach Ende der zwölften Runde auf 12 Uhr, nach Ende der 14. Runde auf 6 Uhr, nach Ende der 15. Runde auf 9 Uhr. So, das habt ihr jetzt alle verstanden, ne? Das ist Stepsheet. Es gibt aber eine Eselsbrücke. Das heißt, die Brücke ist immer dann, wenn der Refrain anfängt, ihr müsst also da auf das Lied genau zuhören, All God Creatures. Sobald im Refrain der anfängt, All God Creatures, wisst ihr, am Ende der Runde kommt diese Brücke. Das heißt, diese 4 Stumps. Wir sagen sie an, beziehungsweise seht ihr Bettina, die hat uns immer die Hand hebt. Das sind dann die Restarts. Patty Squire würde mich freuen, wenn der sich ein bisschen verbreitet. Ich finde den einfach klasse. Hab einfach Spaß. Aufpassen, der ist schnell. Das kommt dazu. Also wie fing der nochmal an? Mit Touch, Hack, Hack, Behind, Side, Cross. Genau, der ist etwas schneller. Hier kommen die ersten Brücke.
Kick, Chair und Knees. Knees, Knees, Ritze, Hacke, Hacke. Ja, Zeit, Cross, Bull, Strut, Bull, Strut. Step, Lock, Step, Star, Step, Lock, Step, Star. Und Kick, Chair und Knees, Knees, von vorne. Ja, Zeit, Cross, Bull, Strut, Bull, Strut. Step, Lock, Step, Rocking Chair. Natürlich hat Bettina recht. Ich lasse immer einen weg. Ja, dafür sage ich nur zwei an. Also, ist egal. Okay. Ja, wir sind ganz gut in der Zeit. Hossa? 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 Ramona guckt zu. Hossa. Ja. Ja. Okay. Uli hat sich gewünscht, Disappearing Taillight. Und ihr seht, wir nehmen auf jeden Wunsch Rücksicht. Also es ist jetzt egal, ob das jetzt Anfänger ist, ob es ein 64er ist, Einsteiger, wie auch immer, das spielt keine Rolle. Nur bitte keine Wünsche nehmen, die nicht bei uns auf der Liste drauf sind. Weil wir müssen sie ganz neu lernen und wir sind froh, wenn wir die Tänze, die auf der Liste sind, wenn wir die nicht vergessen, weil Line-Dancer leiden an einer Krankheit. Das ist die Line-Dance-Alzheimer-Krankheit. Das heißt, wir tanzen und haben schon wieder vergessen. Ist so, ne? Und deswegen machen wir ja auch diese Veranstaltung für euch. Disappearing Taillight für die Uli. 32 Counts, 4 Wände. Wir gehen es mal trocken durch. Machen ein Side, ein Run, ein Chassé Rock. Left, Turn, Chassé, Turn, ein Step, ein Turn, ein Cross und Cross, Rock. Side, behind, side, cross. Side, run, shuffle, und nicht so weit nach vorne, rock. Shuffle, turn, 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 shuffle, vor, rock. Forward und ein coastal cross mit turn. Ein cross, genau. Wir machen es nochmal. 5, 6, 7, 8, ein side, run. Chassé, ein rock, cross. Chassé. Viertel, Viertel, Cross und Cross, Rock, Side, Behind, Side, Cross, ein Side, Run, ein Shuffle, vor, Rock. Shuffle, Turn, 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 Shuffle, vor, Rock, Back, Coaster, Cross. Okay? Mit den Counts. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8, 1, 2, 3 und 4,
5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 mit Cross-Anschluss. Okay? In der 6. und in der 10. Runde am Ende der Schrittfolge 1, also Step 1 Viertel, machen wir nicht den Cross-Shuffle, sondern wir bleiben stehen und machen mit rechts nur einen Touch. Ja, damit wir also dann gleich wieder von vorne anfangen können. Lass mal zeigen, wo es ist. Ja, das ist in der 6. Runde auf 3 Uhr. Und in der 10. Runde auf 12 Uhr. Ja, jetzt mach mal, jetzt fang mal so an, dass du auf 3 Uhr zeigen kannst. Ist klar. Ja. Ja, also. Bis ich so anfange. Da, da, ja. Da, 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 da. Stimmt. Ist ein bisschen. Ja, doch, passt. Passt. Okay. Leute, ihr macht mich verlegen. Wer ist alles beim Andi am Freitag? Ich sehe noch keinen mit Andi und Daumen hoch. Also ich bin auf jeden Fall dabei, Andi. Ja? Also mach dir keinen Kopf. Andi Nägel, Daumen hoch. Wir machen aber Musik. Disappearing Taillights. Also verschwindende Rücklichter. Ein alter Klassiker von Gord Bamford. In diesem Sinne, viel Spaß. Mal zu euch. Jetzt.
Ja, schön sieht's aus. Wir sind echt super in der Zeit. Das heißt, wir haben jetzt noch den Little White Church vor uns. Und in 8 Minuten, ich denke, das kriegen wir hin. Kann ich euch kurz was erzählen? Ihr seht es ja in Facebook. Ja, meine... ihr seht das ja in Facebook. Zurzeit grassieren sehr viele Bilder vom letzten Jahr in dieser Zeit. Das war unser Flashmob in Gießen, den wir gemacht haben. Es waren 150 Line-Dancer, die in der Fußgängerzone in Gießen getanzt haben. Danach sind wir in eine Location gefahren, haben dann nochmal anschließend mit 100 Leuten eine Line-Dance-Party gemacht. Ja, und dieser Termin wäre eigentlich der nächste Samstag gewesen. Macht nichts, ist halt einfach so. Wir verschieben den aber im Herbst. Ja, also wir planen den fest ein, dass der dieses Jahr noch stattfindet, weil ich habe viele Nachrichten gekriegt, machst du den oder machst du den nicht oder wie auch immer. Wir sprechen das unter uns Trainern, sprechen wir das ab, inwieweit. Ja, und wenn sie dann halt nur noch Versammlungen erlauben mit 20 Leuten, dann machen wir an 5 verschiedenen Stellen in Gießen mit 20 Leuten Flashmob, ist mir egal. Kriegen wir hin. Ansonsten nächstes Jahr beschrieben. Nee, nicht so negativ, weil man darf eins nicht vergessen, über 82,5 Millionen Deutsche haben kein Corona. Also so muss man es eigentlich sehen. Ja, okay, Lucy hat ihn sich gewünscht, Ines hat sich den gewünscht, der Steff hat sich den gewünscht und wir machen den gerne. 32 Counts, 4 Wände und vor der Pause eigentlich ideal, dass man dann auch Grund hat, auszuruhen, Little White Church, ja, in Katalan, 32 Counts, 4 Wände und der hat einige Brücken und bitte tut mir einen Gefallen, schafft euch alle die Applejacks drauf, die sind einfach schön, ja, okay. Wir machen ein Spitze, Hacke, Spitze, Spitze, Hacke, Spitze. Wir machen ein Heel, Hook, Heel auf und, drehen wir uns, und, Heel. Okay, von vorne. 5, 6, 7, 8, Spitze, Hacke, Spitze, Spitze, Hacke, Spitze, Heel, Hook, Heel, Turn, Heel und Heel. Gewicht ist links, wir müssen aber jetzt nach rechts, das heißt wir machen ein und, Cross, und Heel. Also ein und Cross und Heel und Cross und Heel. Hast du mit? Ja, ich war mir nicht sicher, ob das jetzt der richtige Fuß war. Das war der richtige. Schön, dass du dir nicht sicher bist. Ja. Aber ich weiß das schon. Gut. Ja. Also jetzt wisst ihr, wie es bei uns im Lines-Training ist. Es sind ungefähr 30 Mädels. Und das kommt dann öfter, ne? Aber damit muss man leben. Okay. 5, 6, 7, 8, Spitze, Hacke, Spitze, Spitze, Hacke, Spitze. Heel, Hook, Heel und Heel und Heel und Cross und Heel und Cross und Heel. Rechts ist frei. Wir machen einen Stomp, einen Flick, schlagen mit der rechten Hand gegen die linke Ferse. Drehen uns um, machen einen Hitch und schlagen innen, außen. Genau. Die Älteren müssen nicht die Füße nehmen. Da haben wir heute Vormittag schwer diskutiert, Bettina und ich. Ihr könnt auch die Knie nehmen. Ist also auch gut, ist einfacher. Ja? Aber sei es drum. Mach das gerade nochmal bitte. Von vorne. 5, 6, 7, 8, Spitze, Hacke, Spitze, Spitze, Hacke, Spitze. Heel, Hook, Heel und Heel und Heel und Cross und Heel und Cross und Heel. Stomp, Flick, Slap, Scuff, Stomp. Und die Zwirbel. In, out, in. Jetzt kommt ein Coaster Step. Coaster Step auf die 5 und 6. Und auf die 7 und 8 Turn in 2 Zähne. 7, 8. Stehen bleiben. Keinen Schritt weiter machen, sondern wirklich so stehen bleiben. Das ist wichtig. Okay. Von vorne. 5, 6, 7, 8, Spitze, Hacke, Spitze, Spitze, Hacke, Spitze. Heel, Hook, Heel und Heel und Heel und Cross und Heel und Cross und Heel. Ein Stomp, ein Flick, ein Slap, ein Scuff,
Out in out, coaster step, turn, turn. So bleiben wir stehen, ja? Der Full Turn. Jetzt kommt mit links, geh mal zurück, dass man die Füße sieht. Mit links ein Rock Back und ein Turn. Jetzt mit rechts, Rock Back, Turn. Ein Schritt, ein Stump, ein Rock Back, Stump. Das sind alle Schritte. Von vorne nochmal, okay? Okay. 5, 6, 7, 8, Spitze, Hacke, Spitze, Spitze, Hacke, Spitze, Heel, Hook, Heel und Heel und Heel und Cross und Heel und Cross und Heel, ein Stump, innen, außen, Scarf, Stump, Out, In, Coaster, Step, Full Turn, ein Rock mit links, ein Rock mit rechts, ein Stump, Stump, Jump und Stump. Das ist alles. Das ist seitdem, wir machen die Apple-Checks mit. Müssen wir machen, das sind die Brücken. Das heißt, Ende des ersten Durchgangs, dritten Durchgangs, sieben Durchgangs, zahlen die Apple-Checks, hört man mit der Musik ganz gut. Wir zeigen sie euch, weil da gibt es einen gewissen Trick. Das heißt, nach links gehen die zweimal. Ja? Schön langsam. 5, 6, 7, 8, 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und. Okay, zweimal nach links. Es gibt eine Stelle, wo wir diese Sequenz zweimal hintereinander tanzen. Das heißt, die zweiten 8 Apple Checks tanzen wir ganz normal durch. Wir zeigen es euch. 5, 6, 7, 8, 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und. Okay? Kann jeder jetzt. Jetzt mit den Counts. Spitze, Hacke, Spitze. Wir machen jetzt mal die Counts. 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8 und 1 und 2 und 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Hier kommen die Apple-Checks. Nach der ersten Runde direkt. Ihr schafft das. Okay? Musik. Ja, das passt von der Zeit her wunderbar. Little White Church. Fünf, sechs, sieben, acht. Spitze, Hack, Spitze, Spitze, Hack, Spitze. Heel, hook, heel und heel und heel und cross und heel und cross und heel. Ein Stump, ein Flick, ein In, Out. Stump, Stump, Out, In, Out. Coaster, Turn. Nach vorne der Rock, zur Seite der Rock. Stump. Wir haben Apple Checks. Eins und zwei und links und links. Von vorne. Zeigespitze. Aus. Nein, Timer ist abgebrochen. Wer hat mir hier den Timer gestellt? Von vorne. Ja.